Willkommen zurück zu Battle Chasers Night War. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben in den Scharlachgärten. Legendär. Und ja, wir schauen mal, was wir jetzt hier noch so Feines finden werden. Ich hoffe mal, meine Übernachbarn fangen jetzt hier nicht an zu, warum leuchtet das hier? Zu handwerkeln. Denn es ist schon wieder recht spät Abend. Und ja, eigentlich kennt man ja den Spruch, den ich immer drauf habe. Abend werden die Frauen fleißig. Und das trifft bei denen echt gerne mal ein bisschen öfters zu. So, ich hoffe, man hat das im letzten Video nicht gehört, dass die da irgendwie wieder was veranstaltet haben, aber so wie ich es gerade eben höre, war da ein Hämmern. Da kriege ich, einen Hals bei sowas. Vereist. Warte mal, das ist so Meißelhammer. What the fuck? Wie geht das denn? So, den nochmal angreifen und danach könnte man mal Abwehrhaltung machen. Naja, hat sich ein bisschen gelohnt, aber betäubt, das ist natürlich weniger schön. Feuer ist gut. Und wenn wir noch besser sind. Ich mach's so. Okay. Ich wollte gerade sagen, vielleicht wird er durch den Dings gekillt. Aber nein! Natürlich nicht. Halb so wild. Der Debuff macht in der nächsten Runde auf jeden Fall den Rest. So, dann machen wir mal eben eine Seelenscherbe auf das Ding hier. Boah, 1400 ist okay. Und da war das Ding weg. So, wir machen mal ganz normalen Angriff nochmal. Und dann tun wir in der nächsten Runde nämlich nochmal heilen. Vorausgesetzt, ich darf nochmal heilen. Ich denke mal, dürfte machbar sein. Ja. Easy, volles Leben dabei. Und die Teile sind tot. Nordwind, Fellstreifen, epische Teile mal wieder. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So, da unten haben wir eine Fledermaus. Können wir irgendwas öffnen? Nichts Besonderes drin? Okay. Da links habe ich gerade gesehen, war ein Buch. Sollten wir uns vielleicht auch einen eigenen, aber mal gucken. Durchlesern müssten wir es eh so ist nicht. Oh, Gott sei Dank. Chimärenstarre. Ach verdammt, eigentlich hätte man auch Ausreißer machen können. Egal. Machen wir es so. Das Teil greift ja eh uns an, von daher können wir im Verteidigungsmodus gehen. Oho. 1200er Crit. Easy. Ich glaube, wir haben auch eine recht hohe Crit-Chance mit Monika momentan. Wenn ich mich nicht irre, irgendwie was an 30%, auch wenn es nicht dasteht, aber immerhin etwas. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wie ich Veos Lektionen überlebt habe oder warum ich auserwählt wurde, hierher zu kommen. In Wahrheit glaube ich nur die Hälfte von dem, das hat man beim letzten Mal schon gelesen. Alles klar. Mist. Okay, okay, okay. Das haben wir dann. Geht's immer da unten lang und einmal da oben. Was ist denn dann bitte. Kann ich hier durch? Nee. Was ist denn dann hier oben? Da ist eine Maske von einem Mann mit Laternen auf den Seiten. Die Laternen sind aus, aber am Ansatz der Maske ist ein Schalter. Aha. Probieren wir es mal.
Ah, der dreht sich, alles klar. Okay, der geht wieder zurück. Du musst mal vielleicht den hier unten anschalten. Ja. Dann öffnet der nämlich das Tor. Und wir dürfen einmal an dem Ding hier ziehen. Auch immer die hier zurückgegangen sind, keine Ahnung. Tun wir es jetzt mal in die andere Richtung schieben. Wartet mal, da unten haben wir gleich noch was zum Aufsammeln. Oh, ein bisschen Gold, wieder epische Teile, ist okay. So, und nun? Nüscht. Oh, ihr werdet unsere Geheimnisse nicht erfahren. Alles klar, ein Gargoyle. Ach, das sind die, die diese komischen Dinger, glaube ich, droppen, wenn ich mich irre. Schauen wir mal. Ob das so funktioniert. Oha. Das Ding hält eine Menge aus. Schade, ich hätte mir aber gerne was anderes gewünscht. Uiuiui. Ui. 1800, das ist nicht gerade wenig. Und das auf legendär. Oho. Machen wir Abwehrhaltung. Ah, Einblutungs-Debuff ist in Ordnung. Nehmen wir gerne mit. Und dann machen wir das so. 1400 ist auch gerade so in Ordnung. Verteidigung 2. Okay, der greift dann eh an. Nice. Noch ein Debuff. Greift man den damit nochmal an. Ja. Und dann können wir ganz gemütlich noch mal einmal heilen hier. Ich hoffe es zumindest. Ach, egal. Wir haben es geschafft. Außerdem bekommen wir so oder so 450 Lebenspunkte nach jedem Kampf. Epische Teile. Ach genau, die haben das bloß gedroppt gehabt. Ah, jetzt komme ich auch da auch durch. Das habe ich gedacht, ich muss den irgendwie dort da durchzwängen. Aber nö. Was hieß Durchzwänger? Immer um 180 Grad drehen. 180, war das richtig gesagt? Ja. 360 war ja eine ganze Drehung. Und hier haben wir noch was. Oh, und das ist diese bestimmte Steinstatue. Da haben wir auch noch einen Geigeil. Auf diesem Podium links hier von uns. Hoffentlich wird er nicht aktiv. Ihr sucht Weisheit. Tretet näher, erfahrt von seinem Fall. Warum nicht? Der Preis seines Hochmuts. Die Nachrichten von Verus und dem Mana über das ihr gebot, fanden schnell den Weg über das Meer und kamen Königen und Opportunisten gleichermaßen zu Ohren. Sie belagerten ihn auf allen Seiten. Nach vielen Jahren des Blutvergießens drohte Verus die Niederlage. Die Stimme rief erneut, und diesmal akzeptierte Verus den Dämonenpakt. Furchtbare Macht für einen furchtbaren Preis. Mit Kedrells Geschenk vernichtete Verus seine Feinde und vertrieb sie aus seiner Heimat. Damit war sein Rachedurst aber noch längst nicht gestillt, und er folgte seinen Feinden über das Meer und verbreitete jahrhundertelang Angst und Schrecken in den Königreichen des Ostens. Interessant. Ein Pakt mit einem Blutgott. Nur Verus wäre so kühn. Was war das für ein Pakt? Verus erhielt die Macht, sich an seinen Feinden zu rächen, indem er unsterblich gemacht wurde. Für eine Zeit lang. Danach war er verpflichtet, zu Kedral zurückzukehren und sein lebendiges Gefäß zu werden. Für immer.
Woher wissen wir, dass das nicht längst passiert ist? Weil wir noch leben. Wir müssen den Garten weiter forschen. Ist schon echt interessant, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte gerade mal von Kedwal und Verus zu erfahren, was die Bären miteinander zu tun haben. Okay. Oh, lebende Steinplatte. Wir könnten eigentlich theoretisch jetzt schon die Waffen für Monika bauen. Das wäre echt geil. Wartet mal, das machen wir auch gleich mal. Geh mal eben zurück und basteln diese Platte. Denn wir hatten ja, glaube ich, hier am Anfang irgendwo eine Werkbank, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, da haben wir sie schon. Werkbank! Vorsehung und Vernichtung. Kann ich das auch irgendwie anheben? Wartet mal. Nee, kann ich nicht. Das ist einfach so. Es bleibt, wie es ist. Interessant. Yeah, Erfolg freigeschaltet. An Unstoppable Force und The New Standard. Geil! Erste Legendary. Gleich mal ausrüsten, das Ding. Hohoho, Bonusschaden. Dafür geht zwar der Crit bei Weitem runter. Was ist bei Weitem? 0,4%, aber trotzdem. Hohoho. Das macht einen Spaß. Dann wird die jetzt ja richtig abgehen. Das wird super. So, wir müssen jetzt schauen, wo gehen wir lang? Links oder hoch? Eigentlich ist es egal. Die anderen zwei Pfade, also die, ne, müssen wir nämlich auch noch erforschen. Ah, guck mal, da unten ist dieser Blutkristall. Dürfte ja vielleicht demnächst etwas kommen, was wir brauchen werden. Die Statuen, deswegen bin ich hier. Sie sehen zu, wenn ich vorbeigehe, ohne den Kopf zu drehen. Bei jeder Statue habe ich eine Vision. Verus, wie seine Macht wächst. Verus, wie er zu Fall gebracht wird. Verus, wie er vor einem großen Dämon steht. In einem Unterbewusstsein scheint, in meinem Unterbewusstsein scheint mir eine Frage gestellt zu werden, um mich zu prüfen. Die Statuen können meine Verachtung für Verus, für seine Praktiken und für diesen Ort spüren. Nach jeder Statue scheine ich mich langsamer zu bewegen, als würde ich hölzern, als verwandle ich mich in Stein. Jede Bewegung ist mühsam. Ich habe mich hingesetzt, um diesen Eintrag zu schreiben. Lehne mich an kalten Marmor. Ich sehe jetzt, dass ich zu der Säule mit meinem Namen zurückgekehrt bin. Jeder Federstrich fällt mir schwerer, da meine Glieder immer weniger reagieren. Doch ich bin nicht kalt. Ich verwandle mich nur. Entweder habe ich den Sinn der Statuen missverstanden oder sie haben meine Beklommenheit gespürt. So oder so habe ich versagt. Auf diese Weise werde ich dann wohl weiter dienen. Verewigt. Wer mir auch als nächster begegnet, ich bitte im Voraus um Entschuldigung. Akolut Carpente. Ah ja. So. Ihr stoßt auf einem Becken voll Blut, Gefühl breitet sich immer aus. Das Blut wirkt leicht toxisch, obwohl ihr das Gefühl habt, dass sich darin etwas Wichtiges verbergt. Ernsthaft? Deswegen habe ich jetzt 900 Schaden bekommen? Blutiger Reißzahn, das ist genau das, was wir brauchen. Was ich schon mal gesagt hatte hier wegen der Quest, glaube ich, oder? Ach nee, das ist was zum Anlegen. Bringt der uns was? Stärke auf jeden Fall. Wir sollten mal bei die Charaktere gucken. Angriffsstärke ausweichen, naja, alles eher nicht so unser Fall. Ich weiß nicht, ob es
Ah, ich konnte nur dreimal reingreifen. Ne, das ist schön. So, da oben habe ich jetzt die Tür geöffnet. Gehen wir mal dahin. Schnell durch. Oh, nice. Aha. Warum können wir das von innen zumachen? Als ihr euch der Vorrichtung nähert, überkommt euch ein Gefühl der Beklommenheit. In den Winkeln eures Verstandes spürt ihr die Last der Seelen darin. Was nun? Nachsehen, die Seelen darin freilassen. Aber ja. Ihr findet eine Passage in dem Grimoire, die dem Muster der Spiegel in der Artifiktion, oh, ich hasse diese Wörter, ne? Kammer entspricht. Nach einer Reihe ganz bestimmter Gesten und Worte können die Seelen dem Artificium entfliehen. Ihr bemerkt, dass auf dem Boden der Kammer ein paar Kristallfragmente zurückgeblieben sind. Seelensplitter, huch, das war das Falsche. Ach, das wird hier Dings sein, ne? Ja. Mit diesen komischen Punkte. Hier müssen wir jetzt kurz warten. So. Dann kümmern wir uns mal um diese Mobs. Auch wenn ich gar keine Lust dazu habe. Komm. Nein. Du musst schon selbst kommen. Ich tue die nämlich zur Sicherheit lieber einzeln wollen. Ich brauche ja eigentlich keine Angst haben. Nur muss ja nicht unbedingt sein. Ach, verdammt, falsch ist. Egal. Wie gesagt, muss einfach unbedingt sein, dass wir hier drauf gehen. Vor allem schon gar nicht bei Legendary. So. Wir könnten einmal komplett heilen. Das werden wir mal machen. Abwehrhaltung. Ja, das war gut, dass wir das gemacht haben. Da hat es uns das komplette Leben wiedergegeben, aber für ihn sieht es etwas anders aus. Gut, gut. So, dann nehmen wir mal die Dungeon-Karte jetzt hier mit. Ich werde angegriffen. Schutz! Was? Die Spinne zählt mit? Gott, das musste das denn sein? Gleich verspotten hier. So. Nice, arkane Krankheit. Wenn wir gut sind mit Alumon, wird es vielleicht sogar ein Crit. Mal gucken. Ja, nicht ganz, schade. Mehr, genau, vor dem Angst. Als vor den anderen. Eieiei. Gut, einer ist weg. Als nächstes werden wir die Jagdspinne nehmen. Sonst wird es schwierig. Oha, mehr Eile. Ich brauche eine ordentliche Heilung. Das war das hier, ne? Heilt einen Verbündeten. Ja, genau. So, machen wir nochmal verschrotten. Ja, wir kriegen hübsch ein Schild. Ich bin begeistert. Hat zwar nicht so viel gebracht, aber ein klein wenig. Gift- und Bluteffekt, das ist schön. Dann nimmt das Teil wenigstens ordentlich Schaden. So, kurz mal im Verteidigen wieder gehen. Und dann probieren wir es mal.
Wie nice. Beide getroffen. Jetzt können wir beim nächsten Mal eh wieder den Typen hochheilen. Also Galli. Ist ja kein Typ, ist eine Frau. Mädchen, was auch immer. Da. Ich frage mich, ob das funktioniert. Wartet mal. Reinigende Bombe. Nice, hat funktioniert. Schön. Hätte ich jetzt eher nicht gedacht, aber okay. Es hat funktioniert. Dieser hässliche Fluch, der geht mir auf den Keks. Ah, schade. Ich hätte mir gerade echt keine Krankheit gewünscht. Aber okay, kann ich mit leben. So. Haben wir nochmal Verteidigung? Theoretisch tut er ja vorher immer was casten, bevor es losgeht. Aber wir wollen das ja nicht unbedingt ausreizen müssen. Nice. Sehr schön. Ah, schade, fast durch den Feuer lieber. Und mach den meinen Ende, Galli. Yay! Weg mit dir. Es würde bestimmt ordentlich EP geben bei den dreien. Würde mich zumindest nicht wundern. Teile wieder dies und das. Oh Gott, hier stand ja auch noch eins. Oh, alles klar. Hier haben wir eine riesige Maske. Da können wir angeln. Natürlich nicht. Es sind immer noch Feinde in der Nähe. Wie diese da. Zwei Stück sehe ich sogar. Einer ist unsichtbar, der andere nicht. Angriff! Oh, verdammt, wir haben irgendwas bekommen. Was Gutes. Joch. Hätte ich vielleicht erstmal schauen sollen. Egal, passt schon. So. Ausreißer. Zack. Unterkühlt. Und mehr Crit. Nicht gut. Oh Gott. Bitte lass die Bienen töten. Oder wenigstens den hier. Nice, gleich beide verreckt bei Ausreißer. Ich liebe den Kritschern, den die macht. Sehr schön. Gut, dann schauen wir hier nochmal rein. Weit im Norden zwischen denen, das hat man schon mal gehabt. Ja. Hier geht's doch. Was ist das? Auf dem Boden mitten zwischen Schnee und Geröll fällt euch ein winziger Ring aus Zwirn und Dorn auf. Er sieht nicht wie ein Ring aus, den ihr tragen wolltet. Vielleicht hat er irgendwann mal jemandem etwas bedeutet. Ihr beschließt, den Ring einzustecken. Vielleicht war es ja ein Andenken für jemanden. In jedem Fall bezweifelt ihr, dass er einen Ausflug aus dem Scharlachgarten nach draußen überstehen würde. Aha, also den brauche ich für hier drinnen irgendwie. Okay. Dann tun wir jetzt trotzdem mal ein bisschen angeln noch. Bin mal gespannt, was es hier für Fische gibt. Ach ja, und ich habe mir eine legendäre Angel mit einem Köder geholt. War nicht leicht, sag ich mal. Aber man merkt den Unterschied zu der vorherigen Angel. Von der jetzigen. Oh, 4, 5 Fische haben wir noch. Zack, brauchst einfach bloß einholen. Oh, das war vielleicht ein bisschen weit. Jetzt haben wir noch auf jeden Fall noch 3 drin. Die Flunder, die macht, was sie will. Ich hätte vielleicht auch mal was lesen können. Ich habe es jetzt wieder... Oh, das Leute, der hat sich gebeamt. Ich habe es gerade ein bisschen vergessen, irgendwie die Fische zu lesen. Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach so, dass wir die nicht lesen.
Vielleicht haben wir noch mal eine Chance, irgendwo zu angeln dann. Und dann gucken wir mal. Oh, komm ran. Flunder. So. Gut, das hat man dann auch erledigt. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier wieder Schluss an dieser Stelle. Und sehen uns in der nächsten Folge. Kann ich runter? Nee. In der nächsten Folge zu Battle Chasers Night War wieder. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Haut rein. Ciao.